Ja, du Aber da Trottel. soll auch der erste Teil wohl besser sein als der zweite und ich habe nur den zweiten. Willkommen zurück bei Pokémon Snap. Ne? Nein, natürlich bei Metroid Prime 1 in der Trilogy Version. Man Die wird sicher. geilere Version davon. So, 1, 2, 1, 2. Okay, jetzt dürfen wir wieder zurücklaufen zum Anfang. Also ganz zum Anfang, dahin, wo unser Schiff steht. Bis dahin dürfen wir zurücklaufen. Schön nicht. Was? Wann müssten wir nachher eigentlich so ungefähr los? Über 20, weil ich kenne die Kacke. Okay. Ah, shit. Ja, auch wieder. Jetzt will ich mal kurz gucken. Es gibt ja noch andere Wege, nämlich da sind noch zwei Türen. Schneller runter. So, jetzt sind die andere. Ich mal, was hier so ist. Das hier tut man später mit einer V-Bombe zerstören. Ja. Kennt sie auch aus anderen Natur-Teilen? So gut wie aus jedem. Okay, da brauche ich definitiv den Space Jump für, oder? Nee, war das schon auch so. Das ist schwer ohne. Das ist auch schwierig eher ohne. Genau deswegen. Gut. Okay, ich war nicht sicher irgendwie, gerade in dem Moment, ob das über den Abgrund oder auf den Teil kommt. Das ist einfach schnell durch. So. Das Vieh da vorne wird lustig. Okay, jetzt müssen wir mit Morphball irgendwie da rein. Und jetzt halt auch noch da der Kollege. So. Da war ich hin. Okay. Okay.
Follow the weapons using free. Ganz vorsichtig. Okay, ich gab was. So, was bringt es mir jetzt eigentlich da runter zu fallen, wo das Vieh da rumläuft? Ja, doch, du kannst dich ja ausrollen. Nein! Oh. Unnötiger Schaden der Unnötigkeit. Schaden der Unnötigkeit! Du mit epischer Stimme und alles. Habt ihr schon gesehen? Kollege! Ich glaube aber. Achso, nicht lang. Okay. Wenn ich das hier wohl hinführt. Ah ja! Ein Transporter führt mich wahrscheinlich nach Talon, zum nächsten Talon-Oberwelt. Und da geht's irgendwie noch weiter. Egal, ich gehe jetzt mal zum Schiff zurück. Wenn ich den Space Jump gut habe, dann kann ich erstmal viel Sachen einsammeln, glaube ich. So. Ups. Das habe ich doch gehört. Was da ein bisschen Container ist. Ich kann nicht springen. Ja, das Spiel ist ja auch falsch. Ja, sind nicht so richtig hochspringen, also die kommen da nicht hoch halt. Ja. Das wollte ich damit sagen. Bin ich jetzt. Ah ja, ich bin im Baumraum. Dafür. Rahmen die sich einfach ein, wenn sie merken, wir können den nicht ein, wir können den nicht angreifen. Warum hast du später auf jeden Fall nochmal zurück? Hast noch eine halbe Stunde. Das reicht, um den Dings zu holen. Schiff. So, hier werden dann nämlich dann auch die Raketen komplett aufgefüllt. Nicht nur die Energie. Es gibt auch, glaube ich, ein paar Stationen im ersten Teil, die auch Raketen auffüllen wieder. Ja, es sind extra Munitionsstationen.
gibt es im dritten Teil zum Beispiel gar nicht. Kann man mir nicht helfen? Kann man doch auch schon mal einmal zum Tempel gehen, das machen wir eben. Das wurde die Rakete? Ja. Was ist das denn? Solche Abwehreinheiten schon fast. Du kannst da durchlaufen einfach. Ach so. Das macht dich nur langsamer. Ich glaube nicht, nur die Raketen gebraucht, um hinzukommen. Doch, du musst ja weiter. Ja, weil. Aber nee, um hier hinzukommen. Wo ist der volle Abdeckung drauf? Also laut Minimap ist es eine ganz normale Tür. Verschlüsselte Daten der Weltraumpiraten kodiert ist. Folgende Berichte der Erkundungsteams beschreiben eine intakte Konstruktion, die von einer fremden Zivilisation aus hier errichtet wurde. Das muss, ja, das ist der Tempel, über den wir schon gelesen haben. Untersuchungen ergaben, dass diese Konstruktion ein Kraftfeld aufbaut. Dieses Feld verhindert den Zugang zu einer außergewöhnlich starken Energiequelle, die sich im Inneren eines Kraters befindet. Das wissenschaftliche Team geht davon aus, dass dieses Kraftfeld seine Energie mit einem fremdartigen Chosa-Artefakt bezieht. Es gelang uns, mit dieser Relikte habhaft zu werden, welche gegenwärtig auf das Grundliste studiert werden. Es gab ein Hinweis darauf, dass in einem bestimmten Gebiet davon auch welche davon zu finden sein werden. Das Kraftfeld unserer Vorhaben bezüglich einer Energiegewöhnung auf Zalon 4 behindern könnte, müssen wir es möglichst schnell zum Zusammenbruch bringen. Sollte dazu die Vernichtung der Chosa-Artefakte notwendig sein, so werden wir diese vornehmen. Nein, ihr sollt die nicht zerstören, sondern ihr sollt die einsetzen. Das ist tatsächlich ein Abdeck drauf. So, es gibt mal mehr zu lesen hier. Und das ist aber diese eine Tür, die extrem lange braucht, bis sie sich öffnet. Ja, aber wie viel steckt noch dahinter? Guck mal. Das hier, das erinnert so ein bisschen an das Cockpit von Samus Raumschiff im dritten Teil. Ja. Die Eindämmung der großen Seuche. Diese Aufgabe wurde den Chosen zuteil und wir werden uns dieser Bürde nicht entziehen. Selbst wenn wir die Qual und Pein mit dem Land und seinen Kreaturen teilen müssen. Unser Wille fließt in die 12, jene Artefakte durch ihre Zusammenkunft das Schloss bilden, um das unbeschreibliche Übel in den Tiefen dieses Planeten einzuschießen. Dieser Regel muss jeden trotzen, der versucht, ihn zu brechen, um die Kraft dieses Siegels zu bewahren und um es vor jenen niederen Absichten zu schützen, werden wir Artefakte über das ganze Land verteilen und sie so neugierigen Blicken entziehen. Das Schloss soll niemals geöffnet werden, bis hin zu dem Tage, an dem diese Katastrophe endgültig ist. Ja, also Final Level befindet sich halt dann quasi im Krater. Im Krater, nicht im Krater. Unser ständiger Begleiter mitten unseres wahr gewordenen Albtraums, dem Kampf gegen die unnachgiebige Finsternis, ist ein Licht, das wir deutlich sehen. Dieses seltsam vertraut wirkende Licht strahlt Zuversicht aus. Es verjagt die von der großen Seuche hervorgebrachten Schatten und einigt jenes, was von Gift getränkt ist. Es ist seltsam. Gelegentlich erwächst aus dem Licht die Gestalt einer Frau. Von brennender Intensität sinkt dieses Leuchten aus dem All herab, um sich kurz darauf wieder in das tiefste Schwarz zurückzuziehen, aus dem es erschienen ist. Nun sich diese Prophezeiung erfüllt, wenn das Licht niederkommt, hat die lange Wache der Chosen ein Ende gefunden. Ja, das sind wir. So. Achso. Sie nicht noch irgendwie einen Weg nach unten? Ach, hier, alles. Was ich auch lustig finde, die Gene der Chosen sind nicht ausgestorben. Ja. Dafür müsste man aber die Trivia von Samus wissen. Ja, Chosen wurde von den Chosen aufgezogen.
Weil ihre Eltern durch von Ridley getötet wurden. Ridley ist der Kommandant der Weltraumpiraten. Genau. Und Ridley und die Weltraumpiraten haben ihre Kolonie angegriffen und ihre Eltern. Ach, genau, da gibt's. So wie alle anderen auf diesem Planeten. Da gibt's einen Manga zu, den kann man sich mal lesen. Ich hab ihn gelesen. Ich hab ihn, glaube ich, fast durchgelesen. Ich hab nicht alles gelesen. Nachdem dieses Artefakt aufgenommen wurde, geben die Gedenksteine auf diese Terrasse Hinweise zu Verbleib der übrigen Artefakte wieder. Wenn alle Artefakte gefunden und zusammengeführt worden sind, öffnet sich der Pfad zum Zentrum des Einschlagpfades nicht zur linken Seite der Macht. So, konnte man diese Dingers hier nicht auch noch scannen? Um dann Hinweise zu kriegen, oder muss ich den erst einsammeln? Ich bin bloß erst einsammeln. Erst einsammeln, dann lesen. Was ich ja sehr schön finde, weil Samus nach Rache sehnt gegen ihren verstorbenen Eltern, weil sie es ja jung genug war, dass sie es noch mitbekommen hat. Ami hat die Chozo diesen Anzug gebaut, den Warriors Suit. Plus ihr, weil sie für den Anzug zu schwach wäre, Chozo-Gene implementiert. Und sie haben ihr Kampftraining gegeben. Richtig. So, hier gibt es ganz viele Datenbank-Einträge. Man muss die unbedingt lesen, bevor man auch nur einen dieser Schlüssel einsammelt, weil sonst kriegt man die nicht mehr. Ist echt krass. Boah. Und somit macht das ja ein bisschen Samus zu einer Halbschose. Ich glaube, Haarschmeide. Ich glaube auch. Gut, dann sind wir hier fertig. Wo ich jetzt meine Boots. Und davor Schaden. Ja, das ist ein bisschen. Das war doch irgendwie vorne. Gut. Ach so. Ja, nee, alles gut. Ah, endlich. Wichtigsten Teile. Aber nicht das nicht mein Lieblings-Upgrade. Ja, welches ist das?
Die Schuhethik. Ja. Hier ist es ein bisschen doof. Würde ich sagen, speichern, wenn man bin, oder? Ja. Fahr nochmal auf Klo. Das sollte ja inzwischen fertig sein da. Ja. Und dann sage ich auch an dieser Stelle tschüss und auf Wiedersehen. Voll Motivation. Ja, ich bin in eine Pause.